Gut, man weiß ja auch nicht, wie die Oma drauf ist, die richtige Oma. Ja, zumindest ist das nicht Trixie. Du bist zu jung. Ich glaube, das wird sie nicht gerade fröhlich stimmen. Arti, das kannst du nicht machen. Du darfst doch erst in 5 Jahren heiraten. Hä? Tja, ich weiß, Trixie und ich sind die Dinge langsam angegangen. Aber nachdem diese Hexe Edna mich mit dieser Postkarte hat feuern lassen, haben wir die Dinge ein wenig beschleunigt. Die Postkarte? Oh Mann. Erstens, welche Postkarte? Achso, die genau von ihrem Nacktfoto, ganz vergessen. Sowas Geiles vergesse ich mal wieder. Und wieso erst in 5 Jahren? Er wird doch kaum 13 sein, oder? Oder ist das irgendwie... hat das einen anderen Grund? Na, verschwinde ich schon? Werde ich langsam durchsichtig? Nein, ich werde wohl nie aus dir schlau. Ich dachte, du freust dich für... Du verstehst das nicht. Du sollst doch Sylvia Miskin heiraten. Aber ich habe Sylvia Miskin geheiratet. Was? Hä? Dachtest du, Trixie Trotter sei mein richtiger Name? Ja. Genier dich nicht. Für mich war es auch eine Überraschung. Warte mal, du bist Oma Sylvie? Oma? Für wie alt hältst du mich eigentlich, Junge? Aber du bist so... so... sexy. Und blond. Und... ja, weißt du, schon fasziniert. Was oh Gott, ich habe dich nackt gesehen. Oh Gott. Sylvia? Alles okay, Kumpel? Ja, mir geht's gut. Mein Super. Fuck. Und ihr fahrt jetzt schön in die Flitterwochen, ihr zwei. Und mach dir keine Sorgen um deinen Vater, Arti. Ich bin mir sicher, er kommt klar. Hi, Opa. Komm klar? Womit? Ach, Papa, sorry. Mit der Hochzeit. Da in der Highschool warst du irgendwie echt sauer deswegen. Das war, bevor ich sie gesehen habe. Außerdem, wie schon mein alter Herr Seamus zu sagen pflegte... es hat keinen Zweck, sich über etwas aufzuregen, an dem man nichts... Und mal ehrlich, jetzt da ich sie kennengelernt habe, kann ich mir keine bessere Schwiegertochter wünschen als die Liebreiz... Oh, vielen Dank, Dad. Und du, Fremder, es wäre nett, wenn du deine Nase nicht mehr in die Familienangelegenheiten... reinsteckst, die dir nichts angehen. Genau. Es war mir ein Vergnügen, Agent Corleone. Kein Problem, Opa. Wir sehen uns irgendwann, Mikey. Das ist so falsch. Und mach's so sexy. Gut, Oma. Und verwirrend. Weißt du, damals, 1931, habe ich ein paar Bilder von Trixie gemacht. Sie sprechen hier von meiner Großmutter. Dann ist ja alles im Lot. Gott, ich bin so verwirrt. Alles sind wir zurück im guten alten 1986. Butter. 14. Mai? 15. Wir sollten eine kleine Verzögerung einbauen, das verschafft dir mehr Zeit. Mhm. Der Verkauf Ihres Besitzes ist noch voll im Gange. Wollen Sie nicht noch bleiben, Doc? Sie müssen die Bank davon abhalten, Ihr Zeug zu verkaufen. Was erzählst du da? Verkauf meines Besitzes? Bank? Ich bin noch nicht tot, Marty. Ich halte hier mit Clara nur einen Garagenflohmarkt. Garagenflohmarkt? Sie meinen... Marty, du bist zurück von deiner Reise. Hey, Dad. Hallo, Doc. Verkauft der Familienschätze was? Nicht ganz, aber ich hoffe, sie finden etwas Schönes. Da wir gerade davon reden, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja. Ja, aber natürlich. Großartig. Sind das Bücher von Asimov? Damit ich das richtig verstehe, sie leben jetzt hier? Im Jahr 1986? Aber natürlich. Clara und ich wollen zeitweise hier leben. War das nicht der Fall, als du abgereist bist? Ja. Nein. Merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht hier zu sein. Aber ich muss jetzt die Stiftung meines Vaters leiten. Wenn ich nicht hier bin, wer präsentiert dann das jährliche Erhard Brown Stipendium für junge Wissenschaftler? Was ist daran so lustig? Das erkläre ich später. Was ist daran so lustig, sich um das Erbe seiner Familie zu kümmern? Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe etwas für dich. Glückwunsch zum Abschluss. Abschluss? Aber der ist erst... heute. Die McFlys von Hill Valley. Eine sehr ausführliche Zusammenfassung der Geschichte deiner Familie. Von deinem Ur-Urgroßvater Seamus bis heute.
Da bin ich jetzt extrem gespannt. Sie sind durch die Zeit gereist, um das zu schreiben? Nun, die meiste Forschung erfolgte auf traditionellem Wege. Aber deine Großmutter Sylvia war eine geheimnisvolle Frau. Deshalb sind sie ins Jahr 1931 gereist, um sie zu suchen. Genau. Wer hätte ahnen können, dass sie in einer illegalen Bar unter anderem Namen singt? Doc, das ist großartig. Danke. Das Mindeste, was ich für den Mann tun konnte, der mich vor dem größten Fehler meines Lebens bewahrt hat. Juhu! Dr. Brown! Oh. Nicht du schon wieder. Oh. Einy. Was geht hier vor? Stimmt, der ist auch noch da. Und was machst du mit meinem Hund? Na, was wohl? Das, was ich jeden Nachmittag mache, du Dummerchen. Ihm den nötigen Auslauf geben. Nicht wahr, Einstein? Hey, Liebes, wir sind spät dran für unseren Termin. Ich komme, Schatz. Oh, Mr. McFly. Das ist geil. Haben Sie meinen Stiefsohn irgendwo gesehen? Biff, ich glaube, du kommst zu spät zu deiner Verabredung. Oh, Gott. Das stimmt, Mr. McFly. Adults. Hi, Marty. Sind Sie nicht ein nettes Paar? Man würde nie vermuten, dass Sie sich aus dem Gefängnis kennen. Ruhe jetzt. Wir gehen einfach ins Labor und hoffen, dass dort keine weiteren Überraschungen warten. Stimmt. Das haben auch wir verursacht, dass sie sich kennenlernten. Aber das ist auch gut so. Und was noch gut ist... Moment. Hä? Ach so, stimmt. Jetzt geht das Ganze von vorne los. Hä? Marty, was machst du denn hier? Sie müssen mit mir mitkommen. Zurück in die Zukunft. Marty, was? Du kannst nicht hier sein. Wenn dein jüngeres Ich dich sieht, hätte das katastrophale Folgen. Mein jüngeres Ich? Oh, richtig. Bring ihn mit. Das geht uns alle an. Was meinen Sie? Passiert irgendwas mit uns? Werden wir zu Fieslingen oder sowas? Nein, uns geht's gut. Aber unsere Urenkel, sie sind... Was zum Geier? Rundgütiger. Ja, klar. Kommt alle her. Gott, der sieht richtig geil aus. Doc, Sie müssen mit mir zurückkommen. Zurück in die... Sie nicht auf ihn, langsam Doc. Wird's lächerlich. Sie müssen mir helfen, wenn Sie Jennifer und unsere 12 Kinder retten Was? Wollen. Was? Diese Zeitachse wurde vor 5 Sprüngen überschrieben. Doc, wie können 2 weitere meiner Ichs hier sein? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste das Raumzeitkontinuum genau jetzt wie ein billiges Geschirrtuch zerreißen. Das ist es schon. Was mein teuflisches Ich und ich selbst sagen wollen, ist, dass die Zukunft Kopf steht. Sie müssen mich begleiten, um sie zu retten. Nein, mich! Und wer bist du jetzt? Endlich treffen wir uns. Ihr habt meine Zeitachse einmal zu oft manipuliert. Was ist los, Doc? Nun, offenbar haben wir hier ein Problem. Oder 3. Ja, Doc, aber wer ist mein wahres Ich? Ist das nicht klar, Marty? Du. Also los. Oder? Gleich werdet ihr ausgelöscht. Moment, Doc. Was ist mit dem Raumzeitkontinuum? Ja, was ist mit meiner Zukunft? Und meiner? Zukunft kann warten. Wir müssen uns um die Gegenwart kümmern. Wohin jetzt, Doc? Mr. McFly? Beeindrucken Sie mich. Wunderschönes, verwirrendes, tolles Ende. Mit echt geiler Mucke. Oh yeah. So, das war das Let's Play zurück in die Zukunft. Tell me, baby, where are we going this time? Oh, das ist so geil. So, Gott, ich habe immer noch einen kleinen Brainfuck von den ganzen Schwachsinn, der jetzt gerade passiert ist, in den letzten Minuten vor allem. Gut, ja. Das war das Let's Play. Sorry, ich bin voll durch den Wind. Ich weiß gar nicht, was gerade so alles passiert ist. Back in time. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich weiß nicht, gerade so ein angesagtes Spiel, das hat aber trotzdem extrem viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich hoffe, ich hatte ziemlich viel Spaß dabei zuzugucken. Und ja, damit ich euch weiterhin, wie auch schon wisst, das ist schon vor ein Weilchen Sleeping Dogs angelaufen.
Und da würde ich euch auch empfehlen, das weiter zu gucken. Auch wenn das geplant war, jetzt noch zurück in den Zug, also ich habe es ein bisschen vorverlegt. Habt ihr ja schon alles mitgekriegt? Outer Mind. Eine Back in Time. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich glaube, ich wiederhole mich schon wieder. War auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr interessante, verwirrende Story, vor allem mit Edna Strickland. Eieieiei. Und das mit Trixie, das war jetzt wirklich... Alter! Das ist jetzt wirklich krass. Aber jetzt frage ich mich wirklich, wie hätte jetzt der normale Arthur Trixie kennengelernt, also wenn wir es nicht eingemischt hätten? Wie wäre das eigentlich? Wie hätte er sie kennengelernt? Das wäre nie möglich gewesen, oder? Obwohl eigentlich schon, immerhin war sie Sängerin in Kit Tennant's Bar und er war sein Buchmacher, also hätten sie wahrscheinlich sonst irgendwie zusammengefunden. Ich bin so verwirrt. Unglaublich. Ja, was ich denn noch weiter zu sagen? Das war das Spiel. Im Hintergrund läuft der schöne Song Back in Time. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und Hölle laufen ein bisschen schnell ab. NGO, natürlich. Telltale Pets, so viel Tierchen gibt's noch. Ein kleiner stiller Dance-Part am Ende noch. Und ja, ich hoffe, es kommt noch ein kleiner Endscreen. Nee, kommt nicht. So, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Das war das jetzt bei von Zurück in die Zukunft. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Was ist jetzt denn los? Fortsetzung folgt. Folgt natürlich nicht. Das waren alle 5 Episoden. Ich glaube, das war irgendwie so ein kleiner Werbegag. Sorry. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao.